Hallo, herzlich willkommen, Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für Planung und Umsetzung des Tag der Lehre am 17. Oktober an der Fachhochschule St. Pölten jetzt anmelden. Und hier bei uns ist der fantastische Stefan Oppel, der jetzt gerade eine ganz neue Herausforderung angetreten hat, nämlich welche? Ja, genau. Ja, vielen Dank. Ich bin seit 1.9. jetzt an der Donau-Universität Krems als Professor für technologiegestütztes Lernen tätig und sitze hier noch im sehr leeren Büro und beginne mich gerade dazu zu orientieren. Gut, wunderbar. Leere Büros brauchen natürlich Kuchen und einen Assessment-Kuchen erst recht. Genau. Was sind Zutaten, die aus deiner Sicht in so einen Assessment-Kuchen hineingehören? Ein Aspekt, mit dem ich gerne experimentiere und da gute Erfahrungen gemacht habe, ist mit Wahlmöglichkeiten, sowohl im Assessment-Format als auch in den Inhalten zu experimentieren. Also ich denke, das Autonomieempfinden der Studierenden zu steigern, indem man Wahlfreiheit anbietet, das ist auf jeden Fall so eine Komponente, die man da mit berücksichtigen könnte. Mhm, spannend. Mhm. Gut, worum wird es bei deinem Beitrag gehen? Bei meinem Beitrag geht es um eine Studie, die in den letzten Jahren an meiner alten Arbeitsstelle an der Johannes Kepler Universität in Linz durchgeführt habe. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel mit Flipped Classroom-Formaten experimentiert und das in klassische Vorlesungssettings an einer Universität eingebettet, wo es ja keine Anwesenheitspflicht gibt. Mhm. Deswegen war da die Idee und der Versuch, die aktive Teilnahme an den Präsenzphasen irgendwie zu incentivieren ganz klassisch einmal im ersten Schritt, einfach durch prüfungsrelevante Bonuspunkte, die man sich erwerben kann, wenn man eben irgendwie in der Präsenzphase aktiv teilnimmt. Und womit ich mich gespielt habe in dieser Studie ein Stück weit, ist die Gewichtung dieser Incentives und habe mir angeschaut, wie die dann tatsächlich auf das Verhalten der Studierenden, auf die Teilnahme der Studierenden wirken. Okay, eine positive Erkenntnis, die sich daraus ergeben hat, eine besonders wichtige? Funktioniert. Also grundsätzlich funktioniert das ganz gut. Das heißt, ich konnte tatsächlich, nicht besonders überraschend, aber die Anwesenheit der Studierenden von irgendwo herumgrundeln bei 10-15% auf 70-80% wow. steigern. Ja, das hat es ausgezeichnet und im Sinne des Formats funktioniert. Wo es dann tatsächlich interessantere Effekte gegeben hat, war eben mit diesen Incentive-Gewichten, also mit dem Einfluss auf die Endbeurteilung im Assessment, sehr hoch angefahren. Habe das in der ersten Iteration mit 50% gewichtet gehabt, was dazu geführt hat, dass es da durchaus negative Auswirkungen gegeben hat. Also offensichtlich das Gefühl, auf das abschließende summative Assessment, also auf die klassische Lehrveranstaltungsprüfung, dann nichts mehr machen zu müssen, nichts mehr lernen zu müssen, weil man eh schon quasi positiv wäre. Also da hat es durchaus bei manchen Studierendengruppen, ich habe das dann nur getrennt, aber Heterogenitätsprofile erhoben und getrennt nach unterschiedlichen Gruppen ausgewertet, bei manchen Studierendengruppen macht es tatsächlich Schwierigkeiten. Spannenderweise sehr positive Effekte bei jenen Studierendengruppen, die normalerweise eher benachteiligt sind von klassischen Prüfungsformaten, also Leute mit nicht deutscher Erstsprache bei deutscher Prüfungssprache. Da haben wir auch eher erwartungskonform sehr, sehr positive Auswirkungen. Ja. Wobei das ja auch sich deckt mit anderen Erkenntnissen aus Studien und Metastudien zum Thema Inverted Flipped Classroom. Also das spiegelt sich ja auch bei dem wieder und ist einfach ein Zeichen. Wenn jetzt ein anderer Lehrender das sieht oder Lehrende und sagt, boah, das mag ich auch machen, deine wichtigsten zwei oder drei Ratschläge für ihn oder sie? Meine wichtigsten zwei oder drei Ratschläge, dieses Format klar zu Beginn zu erklären, also den Prüfungsrahmen ganz, ganz transparent machen. Gerade wenn da mehrere Komponenten zusammenkommen, ist es oft schwer nachzuvollziehen, was jetzt wie zählt. Also ich habe das versucht, sehr, sehr detailliert auszutarieren, dass es möglichst wenig Incentive gibt, zu spekulieren und nur partikulär zu lernen. Es macht das Prüfungsformat sehr
komplex auf den ersten Blick. Das heißt, das klar zu kommunizieren, erster Schritt. Zweiter Schritt, die Incentives nicht zu hoch zu gewichten. Also ich habe mich dann irgendwo bei 30% eingependelt. Das ist ausreichend hoch, um diese Anwesenheit, um die Teilnahmebereitschaft hochzuhalten, aber nicht so hoch, dass es quasi dann negative Effekte auf die Prüfungsvorbereitung hätte, scheint mir so zu sein. Das sind wahrscheinlich die wichtigsten zwei Punkte. Ja. Okay. Was mir halt auffällt, ist, dass wenn Lehrende so die einzigen auf weiter Flur in einem Studiengang sind, die das machen, dass die Rückmeldungen, vorsichtig gesagt, nicht so euphorisch dann sind. Von wem? Von den Studierenden. Na gut, das war nicht das Problem tatsächlich. Okay. Also das ist sehr positiv wahrgenommen worden von den Studierenden. Mir nicht direkt rückgemeldet, aber durchaus im Raum stehend, ist quasi von den Kolleginnen und Kollegen in der Lehre in Frage gestellt worden, ob das jetzt nur adäquate Prüfung ist, weil man doch nicht mehr gescheit lernen muss, weil es so leicht geworden ist, da durchzukommen. Was sich nicht mit meiner Beobachtung deckt. Also ich glaube, vom nachhaltigen Lerneffekt, der quasi, was im Studierendenfeedback ganz stark kommt, ist okay, es gibt tatsächlich ein Incentive, sich auch laufend mit den Inhalten zu beschäftigen, ja, was ich in einer klassischen Lehrveranstaltung überhaupt nicht habe. Und ja, das hilft. Das hilft auch, in der begleitenden Übung gut mitzukommen, und das hilft auch in den Folgesemestern nochmal, sich zu erinnern, was da jetzt eigentlich vorgekommen ist. Ja, toll. Das ist natürlich auch gleichzeitig ein wunderbarer Ausblick, nicht nur auf unseren kommenden Tag der Lehre am 17. Oktober an der Tag der Fachhochschule St. Pölten, sondern auch auf die Konferenz Inverted Classroom and Beyond am 11. und 12. Februar im wunderschönen Baden bei Wien, wo wir auch den Herrn Oppel begrüßen werden dürfen. Und bis dahin bei uns in St. Pölten mal alles Gute und danke vielmals. Dankeschön.